1945. Vorbei ist der Krieg und vorbei die Hitlerzeit. Die Deutschen richten ihre Blicke nach vorn. Ein fleißiges Volk wird in harter Arbeit wieder zu neuer Wohlfahrt kommen. In Rekordzeit entsteht aus den Ruinen des Dritten Reichs im Westen eine Demokratie, blühend und voller Wohlstand. Die Deutschen haben ein Wunder vollbracht. Ich spüre es, so wahr mir Gott helfe. Dies ist die Geschichte, wie wir sie alle kennen. Aber es gibt noch eine andere Geschichte. Dieser Film erzählt zum ersten Mal, wie amerikanische Experten das deutsche Wunder geplant und durchgesetzt haben. Jeder war ein Nazi. Millionen von Menschen waren Mitglied der NSDAP. Wir mussten ihnen demokratische Umgangsformen beibringen. Demokratische Umgangsformen. Die hatten sie nicht. Die Amerikaner verfügen über modernste Methoden der Meinungsbeeinflussung. Sie setzen sie ein, um aus Anhängern Hitlers überzeugte Demokraten zu machen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Film. Filme beeinflussen unsere Denkmuster. Sie erziehen auf sanfte Weise. Frühjahr 1945. Amerikanische Truppen rücken auf Hitlers Reich vor. Als die Soldaten die ersten Konzentrationslager befreien, blicken sie den unvorstellbaren Verbrechen der Deutschen ins Gesicht. The idea was, every German was guilty until. Für uns war jeder Deutsche schuldig, solange nicht seine Unschuld bewiesen war. Wir haben das nie offiziell so formuliert, aber so war es. Monatelang haben wir keinem Deutschen über den Weg getraut. Mit dieser Haltung sind wir einmarschiert. Die Bilder aus den Konzentrationslagern gehen um die ganze Welt. In Washington rufen sie politisches Entsetzen hervor. Die Forderung nach einem harten Frieden für Deutschland wird laut. Das erste Dokument, das die Besatzung in Deutschland regelte, war die Direktive 1067. Sie war sehr streng. Ziel war es, dass von Deutschland nie wieder eine Bedrohung für den Weltfrieden ausgeht. Die Deutschen sollten spüren, dass sie den Krieg verloren hatten. Die Besatzungsmächte kontrollieren von Anfang an alle Wochenschauen, die die Deutschen zu sehen bekommen. Noch gibt es kein Fernsehen. Das Kino ist der Schauplatz, an dem man die Massen erreicht. Mit einfachen Botschaften und eindringlichen Bildern will man den Deutschen ihre totale Niederlage klarmachen. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Aber es gibt immer noch ein paar, die der Arbeit der alliierten Militärregierung durch Spionage und Sabotage Widerstand leisten. Dieser Mann ist durch das alliierte Militärgericht verhört und verurteilt worden. Die Gesetze der alliierten Militärregierung müssen befolgt werden. Wir wollten sichergehen, dass die Deutschen wirklich begreifen, dass sie besiegt waren und dass wir sie als Besiegte behandeln würden. Die amerikanischen Besatzungssoldaten sollten kompromisslos klarmachen, dass sie nicht als Freunde gekommen sind. Eine Botschaft, die Deutschen verstehen. Wir waren die Geschlagenen und die anderen waren die Sieger. Und von Befreiung kann ja gar keine Rede sein. Es hat ja Eisenhower selbst gesagt, wir sind nicht als Befreier gekommen. Unsere Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass Deutschland nie wieder Waffen tragen wird. Man kann ein Land nicht durch freundliche Behandlung kontrollieren. Es war uns klar, dass unsere Soldaten sehr schnell deutsche Freundinnen und Freunde haben würden. Aber das wollten wir verhindern. Denn zunächst sollte Deutschland von Nazis gesäubert werden. Da gab es keine halben Lösungen. Bald schon tauchen Fotos auf, die amerikanische Soldaten mit deutschen Frauen zeigen. Sofort stellt die US-Armee die Kontakte mit der Zivilbevölkerung unter Strafe.
Sich mit Frauen einzulassen war eine teure Sache. $64 Strafe, wenn man erwischt wurde. Vorsicht zahlte sich aus. Die amerikanischen Besatzungssoldaten sollen Distanz zur deutschen Bevölkerung halten. Zu diesem Zweck lassen Washingtons Propagandastäbe einen Film produzieren. Dessen eindringliche Warnung: traut den Deutschen nicht. The problem now is future peace. That is your job in Germany. By your conduct and attitude while on guard inside Germany, you can lay the groundwork of a peace that could last forever. Or just the opposite. Germany today appears to be beaten. Hitler, out. Swastikas, gone. Nazi propaganda, off the air. You'll see ruins. You'll see flowers. You'll see some mighty pretty scenery. Don't let it fool you. The Nazi party may be gone, but Nazi thinking, Nazi training, and Nazi trickery remain. Wir trichterten unseren Soldaten ein, jeder Deutsche sei ein Nazi. Sie sollten der Bevölkerung nicht vertrauen. Natürlich war das Propaganda, aber eine Propaganda, die sich auf Fakten stützte. Und deshalb war sie so effektiv. Every German was part of the Nazi network. Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people. Fraternization means making friends. The German people are not our friends. Den Politikern in Washington stellt sich immer drängender die Frage, was aus dem besiegten Deutschland werden soll. What are we going to do with the Germans? Was sollten wir mit den Deutschen machen? Die einen sagten, die Deutschen sind bösartig, also bringen wir sie alle um. So hätte Hitler es gemacht. Der zweite Vorschlag war, die Deutschen einzusperren und ihnen nur das Nötigste zum Leben zu geben. Das wäre eine Zeitbombe gewesen und hätte den nächsten Krieg vorprogrammiert. Die dritte Lösung schließlich war es, auf die jungen Deutschen zu setzen. Ihnen wollten wir die Möglichkeit geben, ein Leben zu leben, das wir für lebenswert hielten. Die Propagandaexperten des Weißen Hauses empfehlen der Regierung, die Deutschen einem radikalen Umerziehungsprogramm zu unterwerfen. Erster Schritt: Die Deutschen sollen im Kino mit dem ganzen Ausmaß ihrer unfassbaren Schuld konfrontiert werden. Auf Befehl der alliierten Militärbehörden werden hohe deutsche Partei- und Amtswalter gezwungen, das benachbarte Konzentrationslager zu besichtigen. Mit eigenen Augen müssen sie die Verbrechen sehen, deren Existenz so viele von ihnen abzuleugnen versuchten. Nach dem Besuch der höheren Funktionäre und Beamten sollen alle Bürger der Stadt Weimar Zeugen der im Lager Buchenwald begangenen Gräuel werden. Denn es ist ja von keiner deutschen Stadt weit bis zum nächsten Konzentrationslager. Und das ist es, was sie erwartet. Ein Gang unter Leichen. Kaum eines dieser Opfer starb eines natürlichen Todes. Sie wurden gemordet, weil sie an ihrer Religion, an ihrem Glauben festhielten. Weil sie von ihren eigenen Nachbarn denunziert wurden. Die Leute gingen sprachlos raus. Die Menschen waren sprachlos. Das war einfach, darauf konnte keiner etwas sagen im Moment. Im Großen und Ganzen wussten die Deutschen von den KZs und dass dort Menschen getötet wurden. Aber sie wollten es nicht wissen. Und daher war es uns wichtig, dass sie der Wahrheit ins Gesicht blicken. Ja, ich erinnere mich. Beim Nürnberger Parteitag habe ich Heil geschrien. Und dann, an einem anderen Tag, als die Gestapo meinem Nachbarn holte, habe ich mich abgewendet und gefragt,
Was geht's mich an? Dieses Furchtbare, die Berge von Gebissen, die herausgebrochenen Goldprothesen, diese Menschen, die da lagen, tot, und die dann also praktisch welche, die kaum noch als Menschen zu erkennen waren, das ging unter die Haut, und ich habe auch keinen gesehen, der nicht davon erschüttert war. Filme wie die Todesmühlen laufen in allen deutschen Kinos. Dort, wo die amerikanische Militärregierung keine Leinwände vorfindet, lässt sie Fotos von den KZ-Verbrechen an den Rathäusern aushängen. Die Reaktionen der Deutschen überraschen die Amerikaner. I was standing in the arch, in uniform, but standing back in the arch. Ich beobachtete, wie ältere Männer, Frauen und Jugendliche sich die Bilder aus den KZs ansahen und wie schockiert sie waren. And how shocked they were. They were not. Sie waren keine trainierten Schauspieler, die einen Schock vortäuschen konnten. Da begann ich an der Schuld aller Deutschen zu zweifeln. Sind wirklich alle Deutschen in gleichem Maße für die KZ-Verbrechen haftbar zu machen? In der Militärregierung wachsen die Zweifel. There can be no collective character. Es kann keinen kollektiven Charakter geben. Zwar werden Menschen durch gemeinsame Erfahrungen geprägt, aber jeder reagiert darauf anders. Und deshalb war und bin ich nicht bereit, Hitlers Position zu akzeptieren, dass es bösartige Völker gibt wie die Juden, die angeblich alle anderen vergiften wollten. Ich glaubte nicht, dass jeder schuldig war. Aber ebenso wenig glaubte ich all den Leuten, die behaupteten, niemals Nazi gewesen zu sein. Im Großen und Ganzen war das eine sinnlose Übung. Face the facts and go on. Die Amerikaner beginnen, ihre Haltung gegenüber den Deutschen zu verändern. Entscheidend dafür ist auch, dass die Besatzer Tag für Tag mit ansehen müssen, in welchem Elend die Deutschen leben. Ich sah die Ruinen und die Not und dachte mir, dass die Deutschen damit bereits genug bestraft seien. Nun galt es, nach vorne zu schauen. Ich habe die Deutschen weder gemocht noch gehasst. Es ging jetzt darum, das zerstörte Land wieder aufzubauen. Ich glaube, die meisten meiner Kollegen dachten genauso. Amerikas Experten überarbeiten ihr Umerziehungsprogramm für das besiegte Deutschland und formulieren ein neues Ziel. Nun wollen sie den Deutschen neue Werte vermitteln. Aus Anhängern Hitlers sollen weltoffene Demokraten werden. Mit Hochdruck bauen die Amerikaner zunächst die deutschen Schulen wieder auf. Wo einst Nationalsozialisten der Jugend ihre Ideologie eintrichterten, sollen in Zukunft deutsche Kinder nach amerikanischen Vorstellungen von Demokratie unterrichtet werden. Zeitgleich revolutionieren die Besatzer das deutsche Mediensystem. Nach britischem Vorbild werden unabhängige Zeitungen und Radiosender aufgebaut, die allen Deutschen die Möglichkeit zur freien Meinungsbildung geben sollen. Die Deutschen hatten nicht nur in einem politischen Vakuum gelebt, sondern auch in einer ideologischen Traumwelt. Weit weg von der Wirklichkeit. Wir wollten sie wieder in die Völkerfamilie zurückführen und ihnen zeigen, dass andere Völker genauso gut sind wie sie, aber vielleicht bessere Formen des Zusammenlebens haben. Lassen Sie uns alle an der großen Aufgabe der Erziehung unserer Kinder zusammenarbeiten. Wir leben nicht mehr in dem Zwangsstaat des Nationalsozialismus, der nichts als blinden Gehorsam kannte. Die öffentlichen Dinge müssen wieder von uns allen getragen werden. Das ist lebendige Demokratie. Das amerikanische Umerziehungsprogramm soll auch die deutschen Erwachsenen erreichen. In zahlreichen Städten eröffnet die Militärregierung sogenannte Amerika-Häuser. Dort können Deutsche freiwillig das kleine Einmaleins der Demokratie erlernen. We had a lot of discussions
Wir hatten eine Menge Diskussionsveranstaltungen in den Amerika-Häusern, meistens offene Diskussionen, keine Vorträge, damit die Zuhörer die Möglichkeit hatten, sich aktiv zu beteiligen, Fragen zu stellen und ihre eigene Meinung zu äußern. Es ist wichtig zu fragen, was andere denken und warum sie so denken. Sonst kann man keine Demokratie aufbauen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber die Meinung des anderen muss man gelten lassen. Es ist ja gerade der Sinn der Diskussion, dass wir lernen, besser miteinander auszukommen. Der Diskussionsleiter muss wie ein Dirigent dafür sorgen, dass sein Diskussionsorchester nicht durch Missklänge gestört wird. Er muss die Trompeten dämpfen, muss der zarten Harfe Gehör verschaffen und er darf auch keine privaten Duette erlauben. Sondern er muss durch eine unauffällige und zurückhaltende Leitung dafür sorgen, dass unter Beteiligung aller Teilnehmer die Diskussion fließt und das Thema wie ein Ball von Stimme zu Stimme weitergegeben wird. Auf keinen Fall darf ein Teilnehmer die Führung an sich reißen und die übrigen nicht zu Worte kommen lassen. Ich glaube nicht, dass man Demokratie exportieren kann. Demokratie muss sich nach und nach entwickeln. Ich habe unsere Anstrengungen damals mit einiger Skepsis betrachtet. Und meine Meinung habe ich nicht geändert. Was wir heute im Mittleren Osten machen, ist genauso dumm. Das Wort Education hat viele abgestoßen. Wir wollten nicht mehr erzogen werden. Die Nazis haben uns auch schon erzogen. Und vorher wurden wir auch erzogen. Die meisten Deutschen entziehen sich allen Aktivitäten zur Umerziehung. Bald schon erkennen die Amerikaner das Dilemma, in dem sie stecken. The truth of the matter was... Es war doch so, diejenigen, die eine Umerziehung bitter nötig gehabt hätten, konnten wir nicht umerziehen. Diejenigen, die wir umerziehen konnten, brauchten das nicht. Und dann gab es da die breite Masse. Wie konnten wir die erreichen? Um herauszufinden, was die Deutschen denken, führen die Amerikaner Meinungsumfragen durch. Sie liefern ein schockierendes Ergebnis. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sympathisiert weiterhin mit dem Nationalsozialismus. Eine Umerziehung durch die Besatzer wird strikt abgelehnt. Re-education war ein schlechter Begriff. In German it is Umerziehung. That sounds like a. Es hört sich an, als ob man einem Kind Disziplin beibringen will. And it's also überheblich. Die amerikanischen Experten erkennen, dass ihre Politik in Westdeutschland vor dem Scheitern steht. Nichts ist dümmer als der Versuch, Demokratie durch eine Militärregierung zu vermitteln. Beim Militär gibt es keine Demokratie. Man gehorcht Befehlen. Die Konsequenz der Experten: als Besatzungsmacht müssen die Amerikaner vor allem das Vertrauen der deutschen Bevölkerung gewinnen. A little bar of candy works just the same in Germany as it does anywhere in the world with kids who don't speak your language. When you really want to be understood, there are no conversational problems. And it's not too difficult to make friends with children. Especially when you speak with such an international sign of friendship as this. These first efforts to win over the youth of a defeated nation were spontaneous gestures on the part of our troops. Through friendship and understanding, our army began to help these children successfully bridge the gap between the vicious doctrines of the Third Reich and the ways of democracy. Die Imagekampagne der amerikanischen Armee sieht vor, dass die Militärregierung vermehrt Deutsche anstellt. Sie bewerben sich in Scharen um Jobs als Dolmetscher oder Sekretärinnen. Wir waren auf deutsche Arbeitskräfte angewiesen und versuchten, die richtigen auszuwählen. Wenn man anfängt, zusammenzuarbeiten, verschwinden die Vorurteile. Und manchmal steht am Ende eine Hochzeit. Mitte 1946 hebt die US-Armee das Kontaktverbot zwischen ihren Soldaten und der deutschen Bevölkerung endgültig auf. Non-fraternization was necessary at first, but finally the ban was lifted and a good time was enjoyed by all. The conquering heroes have plenty of territory to work on, but sometimes it proves too much for even a hero. Pleasant dreams, soldier.
Im Oktober 1946 verkünden die Alliierten ihre Urteile im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Die Amerikaner sorgen dafür, dass die Bilder aus dem Gerichtssaal in allen deutschen Kinos gezeigt werden. Die Nürnberger Prozesse fanden enormes Interesse. Die Deutschen haben sie genau verfolgt. Es war so, als ob man der Bevölkerung alle Schuld erlässt und sie den Angeklagten in Nürnberg aufbürdet. Die Deutschen haben das als Generalabsolution verstanden. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten Göring in allen vier Punkten der Anklageschrift schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Die Schuldsprüche gegen die NS-Elite geraten zum psychologischen Freispruch für das ganze deutsche Volk. Schuldig sind nur die da oben, wir hier unten wurden einfach nur verführt. Zeitgleich verabschieden sich Amerikas Propagandastäbe endgültig vom Thema der deutschen Schuld. Neue Filme werden produziert, solche, die auf unterhaltsame Weise positive Werte vermitteln. Die Deutschen sollen im Kino Toleranz und Brüderlichkeit erlernen. Jeder hatte seine eigenen Träume über die Zukunft der Welt. Eines schönen Morgens werden wir aufwachen und entdecken, dass ferne Völker und Länder im wahrsten Sinne des Wortes unsere nächsten Nachbarn geworden sind. Das gefällt mir aber gar nicht. Warum nicht? Ich find's wunderbar. Nein. Man kann mit diesen Leuten nicht zusammenleben. Sie sind zu verschieden. Wir werden es schaffen. Wir müssen. Unsere Zivilisation hängt von Brüderlichkeit ab. The Germans have killed Jews. Die Deutschen haben Juden ermordet, Zigeuner ermordet und Homosexuelle ermordet. Sie haben sehr viele Menschen ermordet. Für uns war das Thema Rassismus durchaus heikel, weil wir Amerikaner zu diesem Zeitpunkt auch ein Rassenproblem in der Gesellschaft hatten. Aber wir sind doch ganz anders damit umgegangen als die Deutschen. Die Vereinigten Staaten wollten den Deutschen und besonders den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich wieder in die westliche demokratische Gesellschaft zu integrieren. Zur Zeit, als die sogenannte weiße Rasse noch im Urzustand in Nordeuropa lebte, hatten die Dunkelhäutchenvölker des Nahen Ostens und Afrikas bereits eine hohe Stufe der Kultur erreicht. Und die Blütezeit der Zivilisation in Nordchina hatte bereits begonnen. Alle Völker, die zu verschiedenen Perioden verschiedene Höhen erreichten, haben zur Entwicklung der Zivilisation beigetragen. Ich verstehe. Nun, da wir schon mal so eng miteinander zusammenleben, müssen wir uns auch an den Gedanken gewöhnen und miteinander zusammenarbeiten. Wenn wir das erreicht haben, können wir alle zusammen getrost der Zukunft entgegengehen. Frühjahr 1947. Die Weltlage spitzt sich zu. In der Türkei und in Griechenland brechen kommunistische Unruhen aus. Es droht die Gefahr, dass die Sowjetunion ihre Einflusszone nach Westeuropa ausdehnt. Im Weißen Haus fürchtet man einen kommunistischen Flächenbrand. Die Lage wurde brisant, als in Griechenland die Kommunisten einen Aufstand unterstützten. Daraufhin erklärte Präsident Truman, dass Länder, die von Kommunisten angegriffen wurden, mit militärischer Unterstützung durch die USA rechnen durften. Später wurde diese Erklärung bekannt als die Truman-Doktrin. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. So, in that sense, in diesem Sinne veränderten wir unsere gesamte Strategie. Wir mussten der Tatsache ins Auge sehen, dass wir wieder Krieg führten. Diesmal einen kalten Krieg.
Der Kalte Krieg ändert die Interessen der USA in Deutschland. Amerika braucht Verbündete. Ich glaube, dass der Witz sich insofern drehte, als den Amerikanern vielleicht von Anfang an klar war, dass sie in Deutschland einen verlässlichen Bundesgenossen für die Auseinandersetzung im Kalten Krieg oder für die Fronten im Kalten Krieg brauchten. Also Deutschland wieder aufzubauen und es als einen Verbündeten zu gewinnen, war zweifellos eine sehr konstruktive Idee der Westmächte. Die Propagandastäbe des Weißen Hauses erhalten einen neuen Auftrag. Sie sollen die Deutschen zu Verbündeten Amerikas machen. Die Experten wissen, was das bedeutet. Die Ansprüche an eine Demokratisierung der Deutschen müssen drastisch heruntergeschraubt werden. Für eine echte Erneuerung bleibt keine Zeit. Den ehemaligen Anhängern Hitlers will man jetzt im Kino nur noch die allernötigsten demokratischen Grundregeln beibringen. Es waren Unmengen von dokumentarischen Kurzfilmen, die insbesondere die Amerikaner nach Deutschland brachten, um hier das deutsche Publikum in ihrem Sinne zu beeinflussen. Wenn man alles zusammennimmt, kommt man auf eine Zahl von 500 und mehr Filmen. Es ist eine richtige Medieninvasion gewesen. If the masses are most approachable through movies, and this is wenn man die Massen erreichen wollte, dann war Film das Medium. Dazu brauchte man viele Projektoren in ganz Deutschland. Wenn es Kinos gab, die nicht ausgebombt waren, dann waren meistens die Projektoren kaputt. Also schickten wir Filmprojektoren nach Deutschland. Amerika ist reich. Die Medieninvasion der USA wird generalstabsmäßig geplant. Unzählige Filmkopien und mehr als 1000 Filmprojektoren werden nach Deutschland gebracht. Gezeigt werden Filme, die auf amüsante und leicht verständliche Art die Demokratie als Handwerk zeigen, das jeder erlernen kann. Das war unsere Sendung Heitere moderne Musik. Es folgt ein politischer Kommentar. Ja. Oh, bitte. Ich habe sowieso den Kopf voll. Die Nase auch. Es wird von oben runter verfügt, solange ich denken kann. Ja. Wer verfügt denn? Ich nicht. Wir wollen doch noch mal ganz von vorne anfangen. Seien wir doch mal ehrlich, Herr Schneider. Woran liegt es denn, dass Sie Luft sind? Nehmen wir zum Beispiel die letzte Wahlversammlung. Es ging um die bekannte Verfügung. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Na nun, Herr Schneider, Sie waren ja gar nicht da, obwohl über die Sache gesprochen wurde, die Ihnen so am Herzen liegt. Auf der Tagung Ihrer Berufsvertretung sah man Sie übrigens auch nicht. Ich weiß, wo Sie saßen. Die Sängerin hat wirklich eine bezaubernde Stimme. Ich sagte Stimme. Nur wäre Ihre Stimme, Herr Schneider, viel wichtiger gewesen damals bei dem Verbandsbeschluss, der Ihnen jetzt so viel Sorgen bereitet. In Deutschland war Mitbestimmung unbekannt. Den Menschen wurde jahrelang gesagt, was sie zu tun und wie sie leben sollten. Wir fanden es wichtig, dass die Menschen politisch aktiv wurden, auf lokaler Ebene, dass sie zur Wahl gingen und einer Partei beitraten. Das zu tun, was getan werden muss, nicht darauf zu warten, dass ein anderer die Initiative ergreift, das sollten die Deutschen lernen. Das fiel ihnen sehr schwer. Gewiss, man will seine Ruhe haben, seine Erholung, seine Familie. Sonst hat man ja wirklich nichts vom Leben. Verzeihung, die erste Seite interessiert Sie nicht, ne? Sie lesen lieber Hypnotisierter Papagei stellt langgesuchten Geldschrankknacker. Dann beschäftigt Sie noch das Problem, ob wieder kalte Meeresluft kommt oder mal ein warmer Regen. Und eines Tages sind Sie dann aus den Wolken gefallen. Wenn Sie nur in Ihren vier Wänden bleiben und immer wieder die Stühle leer lassen, auf denen Sie hätten sitzen sollen, dann werden Sie eines Tages dafür zahlen. Zahlen? Nein! Die Amerikaner sorgen dafür, dass ihre Filminvasion ganz Deutschland erreicht. Mobile Vorführtrupps bringen die Lehrfilme in Sachen Demokratie überall hin. Heute Abend, 20 Uhr, können auch Sie Ihren Beitrag im öffentlichen Leben unserer Stadt leisten. Demokratie.
Biografie fängt ganz unten an. Damit ihr das alle einmal gründlich kennenlernt, habe ich mir etwas ausgedacht. Ihr habt 3 Tage schulfrei. Ja, stattdessen werdet ihr diese 3 Tage die Stadtverwaltung selber führen. Wer will Bürgermeister sein? Bitte, mein Herr. Womit kann ich dienen? Na, was denn? Sie sind doch nicht der Bürgermeister. Doch, mein Herr. Vorgestern, gestern und heute auch noch. You've got to teach them demokratische Umgangsformen. Wir mussten ihnen demokratische Umgangsformen beibringen, die sie nicht hatten. Noch in der Weimarer Republik gehorchten alle Deutschen der Obrigkeit. The upper hand on you. Ich will dir mal ein Beispiel erzählen. Ich war neulich in Stuttgart und wartete auf die Straßenbahn. Und wie ich an der Haltestelle stehe, bemerke ich plötzlich, wie ein kleiner Junge, so von ungefähr 8 Jahren, ganz verstört vor sich hin weinend an der Haltestelle vorbeikommt. Ich warte weiter auf meine Straßenbahn und, was soll ich dir sagen, auf einmal biegt doch der Kleine wieder um dieselbe Ecke. Und noch erstaunter war ich, als der kleine Kerl ein drittes und viertes Mal erschien, heulend. Schließlich sprach ich ihn an und fragte ihn, was denn los sei. Vater hat mich verhauen und da bin ich von zu Hause weggelaufen. Und wo willst du jetzt hin? Nach Amerika. Ah, warum läufst du hier immer um diesen Häuserblock herum? Vater hat mir doch verboten, über die Straße zu laufen. Ja, da hast du den kleinen Deutschen wieder live und lebt. Weglaufen will er gleich bis Amerika. Aber über die nächste Straße traut er sich nicht, weil der Vater verboten hat. Filmprogramms try to... Filme sollten den Deutschen zeigen, wie man in einer demokratischen Gesellschaft lebt und wie man selbst für die Demokratie werben kann. Alle Filme, die die Amerikaner während ihrer Filmoffensive produzieren, haben einen gemeinsamen Nenner. Themen, die die Deutschen brüskieren könnten, werden nun konsequent ausgeblendet. Die deutsche Vergangenheit fehlt. Der Krieg fehlt. Der Nationalsozialismus fehlt. Der Holocaust fehlt. Diese Filme sind Propagandafilme für die Demokratie. Während die USA immer neue Propagandafilme produzieren, eskaliert der Kalte Krieg. Im Februar 1948 übernehmen die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht. The takeover of Czechoslovakia was a terrible thing for us. Die Machtübernahme in der Tschechoslowakei war schrecklich für uns. Erstens ging es dem Land im Vergleich zu anderen osteuropäischen Ländern wirtschaftlich gut. Es war durch den Krieg nicht zerstört worden. Und dennoch gelang es den Sowjets dort, die Macht zu übernehmen. Für uns hieß das, wir hatten ein Land verloren, das wirtschaftlich stark und politisch liberal war. Washington verliert mit der Tschechoslowakei einen Verbündeten im Kalten Krieg. Damit nicht auch Westdeutschland wegbricht, geben die Amerikaner ihrer Propagandastrategie eine weitere Wendung. Die Deutschen sollen kaum 3 Jahre nach Kriegsende zu Freunden Amerikas werden, koste es, was es wolle. Unverhohlen buhlen die Vereinigten Staaten im Kino um die Gunst der Deutschen. Das ist Frau Schulze. Sie kommt vom Grünwarenhändler. Und da drüben, ja, da kommt Mrs. Jones. Als Frauen hätten sie sich wahrscheinlich eine ganze Menge zu fragen, was die andere kocht und was sie kauft. Aber leider gehen sie nach wie vor aneinander vorbei. Ah, that darn German dog. He's an Hund. Has anything happened? Ist was passiert? Und auch hier etwas passiert ist. Ein internationaler Zusammenstoß. Aber diesmal führt er nicht wie üblich zu Spannungen. Im Gegenteil, hier scheint sich etwas zu entspannen. Die Frauen haben es wie immer leichter. Sie tauschen nur häusliche Erfahrungen aus. Aber die Männer, Meinungen. Ich spreche hier nur als einfacher Deutscher. Kriegsverbrecherprozesse, Umerziehung, Besatzungsstatut, Bevormundung. Da fühle ich mich einfach besetzt. Höchste Zeit, dass man mal zusammen an einem Tisch sitzt und sich sagt, worin man sich nicht versteht. So fing es an. Mir gar nicht so übel. Komisch. Herr Schulze hatte nämlich gedacht, die Amis essen alles aus Büchsen. This isn't bad. Und Mr. Jones, die Deutschen essen nur Sauerkraut. Schließlich ist das gar kein so schlechtes Rezept, sich gegenseitig erst einmal auf den Geschmack zu kommen. Man kann nie wissen, wozu das führt. Was ist denn das? Ja, Coca-Cola.
wie gesagt, Geschmackssache, Herr Schulte. Nicht wahr, Mr. Jones? German beer. Gold. Good night, Mr. Schulte. Good night, Mr. Jones. Oh, yes, I almost forgot. Das ist ein deutscher Custom. Sitte. By the way, what's your name? Schulte. I know, but in America haben wir auch eine Sitte. Als wir lernen kennen, Leute, dann sagen wir nicht mehr Mr. Schulte und Mr. Jones, but my name is Bill, and yours? Wilhelm. Okay, Wilhelm. Auf Wiedersehen. Bill. Die plötzlich so umworbenen Deutschen reagieren gleichgültig. Viele Deutsche empfinden die Freundschaftsoffensive der Amerikaner als bloße Anbiederung. Die amerikanische Deutschlandpolitik steckt in einer Sackgasse. Da verhängt Stalin im Juni 1948 eine Blockade über Berlin. Berlin in diesen Tagen und Wochen kämpft gegen eine Krise gigantischen Ausmaßes. Nach der Währungsreform in den Westzonen und den sowjetrussischen Gegenmaßnahmen für die Ostzone und Berlin erfüllte Unsicherheit und Sorge die Stadt. Die Ungewissheit steigerte sich zu drohender Gefahr, als die Russen die Zufuhren nach den westlichen Sektoren sperrten. Über 2 Millionen Menschen wurden von Sowjetrussland Hunger und Not ausgesetzt, um politische Vorteile gegenüber den westlichen Alliierten zu erlangen. Das US-Militär berät, wie man auf die Blockade Berlins reagieren soll. Die Lösung, die man findet, geht in die Geschichte ein. Clay organized an airlift. Clay veranlasste die Einrichtung einer Luftbrücke. Mit Frachtflugzeugen wurden Waren nach Berlin gebracht, um die Bevölkerung zu versorgen. Die Berliner und die Westdeutschen sahen unsere Flugzeuge starten und landen, jeden Tag, mit Süßigkeiten für Kinder, mit Kohle und Lebensmitteln. Allmählich begriffen sie, dass die Amerikaner ihr Versprechen hielten und dass sie bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Und das, obwohl die Luftbrücke eine Menge kostete. Und dann eines Tages wurde bekannt, wie viele nicht übergekommen waren, wie viele Tote. Das heißt, die Amerikaner haben auch Opfer gebracht. Die Deutschen bewundern jetzt den Mut der Amerikaner. Am Himmel über Berlin demonstrieren Hunderte von Flugzeugen die Entschlossenheit der USA. Gleichzeitig aber gibt es in Washington Kreise, die West-Berlin seinem Schicksal überlassen wollen. Einige Leute suchten einen Kompromiss mit der Sowjetunion. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Die Armee wollte Berlin aufgeben, weil es militärisch unmöglich war, die Stadt über längere Zeit zu halten. Ja, das Militär wollte Berlin wirklich opfern, auch wenn das bis heute abgestritten wird. Der Grund? Die US-Armee sieht sich nicht imstande, Berlin und Deutschland im Falle eines sowjetischen Angriffs zu verteidigen. Das Schicksal Westdeutschlands hängt am seidenen Faden. In the original strategic concept, unsere Strategie sah vor, uns im Falle eines russischen Angriffs bis zum Rhein zurückzuziehen und Deutschland zu opfern, denn die russische Armee war übermächtig. Unser Plan sah deshalb vor, Deutschland bis zum Rhein preiszugeben. Obwohl der Generalstab der amerikanischen Armee das Weiße Haus bedrängt, Berlin fallen zu lassen, weigert sich Präsident Truman. Er will den Drohungen Stalins auf keinen Fall nachgeben. Stattdessen beauftragt er den amerikanischen Geheimdienst herauszufinden, wie realistisch ein sowjetischer Überfall auf Deutschland überhaupt sei. It was my number one responsibility in Berlin. Meine wichtigste Aufgabe war es damals, die militärischen Möglichkeiten der Sowjets auszukundschaften. Durch Spionage fanden wir heraus, dass sie keinerlei Kriegsvorbereitungen trafen. Stalin wollte vieles, aber bestimmt keinen neuen Krieg. Ich glaube, diese Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.
Die Propagandaexperten des Weißen Hauses erkennen die einmalige Chance, die sich ihnen bietet. Sie schlagen vor, die Deutschen in dem Glauben zu lassen, Stalin stehe kurz davor, Deutschland anzugreifen. Angesichts einer solchen Bedrohung soll den Deutschen eine Fortsetzung der Luftbrücke noch heldenhafter erscheinen. Alles hängt an der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten. Es war Truman, der die Entscheidung traf, die Luftbrücke fortzusetzen. Es war seine ganz persönliche Entscheidung. Und es war die richtige Entscheidung. Die Luftbrücke wird aufrechterhalten. Nach 322 Tagen gibt Stalin auf und beendet die Blockade Berlins. Jetzt ist Amerika am Ziel. Nicht nur die Westberliner, fast alle Westdeutschen bejubeln die Amerikaner dankbar als ihre Retter. Natürlich hat das die Einstellung der Deutschen uns gegenüber verändert. Auf einmal waren wir Verbündete. Die Deutschen konnten sich jetzt gut fühlen. Sie waren plötzlich Teil des Westens, Teil der Freiheit. Die Nazi-Vergangenheit rückte in weite Ferne. Es war ein wirklicher Wendepunkt. Nicht für unsere Politik, aber für die Gefühle, die die Deutschen uns entgegenbrachten. Ich bin überzeugt, dass die Luftbrücke das Bild, das sich die Deutschen von Amerika machten, von Grund auf veränderte. Sie sahen, dass wir für sie durchs Feuer gingen. Schlagartig verbesserte sich das Verhältnis der Amerikaner und Deutschen. The conversation was part English, part German, part international sign language, and we got along fine. I explained that I had a child too, and well, this was all his idea. Zwar sind die Deutschen längst noch keine waschechten Demokraten, aber sie sind nun Freunde der Amerikaner. Den zähen Kampf um die Herzen der Deutschen, die USA haben ihn gewonnen.